Krishna mich gelenkt hat in dieser Zeit, dass er langsam hat sich in mir ein Verständnis entwickelt für Spiritualität und Gottesbewusstsein. Hier, das ist dein Platz. Ne? Hier kannst du dein spirituelles Leben beginnen. Hier kannst du ein Bhakta werden. Hier kannst du lernen, den Mahamantra zu chanten. Hier bekommst du eine Ausbildung als Buchverteiler. Hier lernst du kochen und alles Mögliche. Und alles, was ich heute praktiziere, was ich heute mache, das habe ich mehr oder weniger im Krishna-Ashram gelernt. Als die Bodhi gelernt quasi. Sogar Geschäftsmann zu sein. Die Unterscheidung bedeutet, wir sind nicht der Körper, wir sind spirituelle Seele, wir sind ewige Diener Krishnas. Ekala Ishvara Krishna, Arasava Pritya. Es gibt nur einen höchsten Herrn und alle anderen sind seine Diener. Und auf diese Stufe des Dienerkumpels, der Bhakti, da kommen viele Gruppierungen einfach nicht hin. Ich zähle den Countdown runter. 3, 2, 1. Hari Bol! Hey Krishna! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Und zwar lesen wir normalerweise jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Und auch wenn wir offline sind, auch Dienstag und Donnerstag aus und auch Samstag aus dem Srimad Bhagavatam. Das ist unser wichtigster Text im Krishna-Bewusstsein neben der Bhagavad Gita, wie sie ist. Die habe ich hier und all diese Bücher wurden übersetzt und erläutert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta, Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und gelegentlich befassen wir uns nicht direkt mit dem Srimad Bhagavatam und dem Inhalt, sondern wir wollen Menschen kennenlernen, die auch ganz begeistert und schon auch eine längere Zeit nach den Weisheiten des Srimad Bhagavatams leben. Und da habe ich heute einen ganz besonderen Gast wieder dabei. Es ist unser lieber Vrajendra Kumar Prabhu. Hare Krishna, lieber Vrajendra Kumar. Hare Krishna. Herzlich willkommen. Vielen Dank in deinem Blog, wie sagt man, präsent sein zu dürfen. Wir bedanken uns. Ich soll dich auch ganz herzlich vom Shivatma Prabhu grüßen. Ganz herzlich. Ein Gruß zurück. Und Rajendra Kumar, wir haben bereits mit dir schon einen Teil deiner Lebensgeschichte hinter uns gebracht. Für alle, die heute auf YouTube sich das hier das erste Mal anschauen, drückt hier oben auf das i, dann könnt ihr direkt euch die erste Folge anschauen. Ist natürlich vorteilhaft, aber ihr könnt auch direkt hier bei uns bleiben, weil Rajendra Kumar hat mir schon am Anfang gesagt, er würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir können uns erinnern, dass wir es bei der letzten Sendung geschafft haben, seine Kindheit und seine Jugend und auch einen Teil seines Studiums zurückzulegen. Und was ich auch sehr erstaunlich fand, und so habe ich eigentlich auch Rajendra Kumar immer kennengelernt, nämlich als einen sehr ehrlichen und aufrichtigen Devoti. Und er hat uns dann in der letzten Sendung auch eine haarsträubende Geschichte erzählt, die ihr zusammen mit einem Hasen erlebt habt. Mehr will ich euch aber nicht verraten.
die das noch nicht gesehen haben, können sich das nochmal anschauen. Und dann bekommt ihr einen Eindruck, mit was für einen ehrlichen Devoti wir es hier zu tun haben. Das ist, er hat uns da ein bisschen was offenbart, was ein, ich würde mal sagen, ein durchschnittlicher Mensch eigentlich eher nicht so tut. Ja, also das dafür nochmal mein großer Respekt. Und wir wollen heute erfahren, wie es dann weitergeht. Und ja, Vrajendra Kumar, du sprachst davon, dass du nochmal einen wichtigen Schritt zurückgehen möchtest. Und da sind wir total gespannt, in welche Ära du uns da nochmal entführen möchtest. Viel über auch immer meine Kindheit erzählt, dass mir immer, dass ich in einem Bewusstsein gelebt habe mit dem christlichen Hintergrund, dass der liebe Gott alles sieht und weiß und dass das später dann mit dem Aufkommen der Pubertät so langsam verloren ging, dass ich dieses Bewusstsein verlor aufgrund von einer stärkeren körperlichen Identifikation. So, und dann gab es aber auch wiederum eine Zeit, wo sich das spirituelle Bewusstsein so ganz langsam wieder in mein Leben, ich möchte sagen, auch vielleicht hineingezwängt hat, wo es mir mehr und mehr, wo ich wieder anfing, Fragen zu stellen. Und das möchte ich nochmal ein bisschen erläutern, also nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Und wie kam das transzendentale Wissen so langsam in mein Leben hinein? Und dann die Auseinandersetzung damit und letztendlich auch die Fixierung daraufhin. Vielleicht gebe ich auch noch mal kurz, kommen wird. Also auf jeden Fall hoffe ich, dass wir beim nächsten Mal über das deutsche Busprogramm erzählen können. Also das war am Anfang meines Brahmachari-Lebens. Wir hatten damals in einem Spirit-Hotel Skyliner in Heidelberg und sind damit mit einigen Brahmacharis. Warst du auch mal dabei, Ja, Paramshri? Ja, ich war auch, du warst auch ich war mal. auch im Busprogramm. Und ich habe mir damals auch ein paar kleinere Tagebuchnotizen gemacht. Das ist vielleicht auch ganz spannend. Und dann danach kommt auch der Ausbau des Kölner Tempels. Ich glaube, das ist auch eine ganze Folge, ne? Wie ich den Kölner Tempel quasi entwickelt habe. Zuerst als Plan aufgrund von meinem Studium, Hintergrundstudium Innenarchitektur und dann auch meine. Das Ganze hat sich dann auch handwerklich manifestiert. Und danach war, glaube ich, Weimar, ne? Der Tempel in Weimar, zusammen damals auch ein kleines so ein Ausbildungszentrum war, ein Seminarzentrum. Und dann, ja, Und später, und dann die, nicht zu ja. vergessen, Flensburg. Flensburg, ja, in Flensburg habe ich den Altar gebaut, ja. Und da habe ich Vrajendra Kumar, ich Warst glaube, du da damals? Warst du dort? ja, also Vrajendra Kumar, vielleicht an dieser Stelle, ich glaube, ich habe dich dort das erste Mal oder vielleicht das zweite Mal gesehen und du hast diesen Altar gebaut. Auf Flensburg, du bist gerade nicht, auf Flensburg musst du mich nochmal ansprechen. Da musst du mich dann nochmal zwischendurch ansprechen, damit ich das ist so ein bisschen vage, aber einige Erinnerungen habe ich noch an Flensburg, ja. Ja, und dann später dann die Entwicklung vom Catering. Also mein Catering-Unternehmen, wie sich das langsam entwickelt hat, am Anfang über 10 Jahre und dann später dann zu einem Business, kann man sagen. Ja, okay. Und dann, ja, und dann Goloka Dham. Dann kam eben das Leben in Goloka Dham, auch wie sich Goloka Dham entwickelt hat. Und dann kommen wir, glaube ich, so langsam zum Ende, ja. Das ist doch eine Genau. ganze, das sind einige Stationen. Aber Ja, um ja. jetzt nochmal zurückzugehen auf die, nein, und das war immer so ein klein bisschen auch so eine On-Off-Beziehung. Und ich hatte auch schon immer, wie ich gehe, mit meinen Gedanken oft in die Zukunft und hatte darüber nachgedacht, ist das eine Beziehung fürs Leben? Und wir haben eigentlich nie über Heirat gesprochen und ich habe gewusst, irgendwann wird sich in meinem Leben etwas grundlegend verändern, was niemand anderes aus meiner derzeitigen, damaligen Bekanntschaft mittragen kann oder verstehen kann. So, das wusste ich. Da kommt irgendeine Veränderung. Ich wusste nicht, was es ist. Und das wird niemand teilen können. Also ich wusste, dass ihr Vater, ich spürte da auch stark die Persönlichkeit ihres Vaters, der wäre absolut dagegen. Später konnte ich verstehen, es war das Krishna-Bewusstsein und sie wäre nie damit gegangen. Also, und dann hat diese Beziehung geendet. Ein guter Freund hat meine Position quasi übernommen. Und das war natürlich auch ein Schmerz. Das war ein großer Schmerz.
wenn die Freundin, langjährige Freundin, dann plötzlich Schluss macht, ja, als Mann, man trauert. Also ich glaube, jeder der Partner trauert dem hinterher. Und ich bin dann so ein bisschen abgerutscht, gesellschaftlich gesehen, habe das Studium ein bisschen schleifen lassen und fing erst sehr spät, ich glaube, es war so 23, 24 Jahre war ich damals alt, fing ich an, die sich regelmäßig trafen und zusammen quasi einen Joint gedreht haben. Und das ist mir zum Teil auch nicht so gut bekommen. Ich war immer so ein bisschen, ich bin dann total in mich gegangen und fing plötzlich an, Fragen zu stellen über den Sinn des Lebens. Und gleichzeitig konnte ich beobachten, immer automatisch, wenn ich geraucht hatte, plötzlich automatisch hat sich der Körper in eine Yoga-Position gegeben. Und ich habe mich gewundert darüber. Ich dachte, sowas habe ich früher nie gemacht. Wie kommt das? Am Anfang wusste ich noch nicht mal, was das war. Später habe ich dann, fing ich selber an, Yoga zu praktizieren, nach Iyengar, hatte ein Buch in die Hand bekommen und habe diese Übungen einzeln erlernt und praktiziert. Und da konnte ich verstehen, dass das Marihuana-Rauchen quasi ausgelöst hat in meinem Bewusstsein, ist, dass ich immer wieder Fragen gestellt habe. Was ist der Sinn des Lebens? Und wer ist Gott? Und dann war einer derjenigen, das war ein Maler, mit dem habe ich auch so ein bisschen so ein Hinterhofleben geführt, in einer Garage, in einem Schuppen, wo wir Ölbilder gemalt haben, quasi Leinwände bespannt haben, die grundiert haben, so wie man eben Ölgemälde herstellt. Und der war als Kind, als Jugendlicher mit seinem Bruder in der Klosterschule. Sein Bruder hatte sich nicht so gut benommen und dann sind die beiden gefeuert worden. Und der hat sich dann weiter interessiert und hatte ein Buch von Aurobindo. Das nannte sich Das Abenteuer des Bewusstseins. Aurobindo ist eine spirituelle Person aus der Zeit Srila Prabhupads. Der war aktiv in der Widerstandsbewegung gegen die Engländer und hatte da auch, glaube ich, Gewalt. Irgendwas mit Gewaltanwendung getan und wurde dann in Kalkutta vor Gericht gezerrt und hat in dem Richter plötzlich Narayan erkannt. So, er sagte plötzlich, das ist der höchste Richter Narayan und ist dann geflüchtet nach Pondicherry, weil Pondicherry damals unter französischer Verwaltung war. Und dort hat er dann einen Ashram gegründet und er hat quasi den integralen Yoga entwickelt. Das ist ein Auroville. sehr, Auroville, ja, Auroville ist heute sehr bekannt in der Welt, ne? Es wird immer wieder aufgesucht. Und der integrale Yoga ist quasi ein hochintellektueller Yoga. Viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen. So die Praxis dessen ist mir damals nicht wirklich klar geworden, was das bedeutet hat. Aber ich habe einiges verstanden durch ein Buch von einem Schüler von ihm, der hieß Dilip Kumar Roy, und der hat geschrieben über die Beziehung des Schülers zum spirituellen Meister und welche Nöte der Schüler hat, dass er sich dem Meister nicht nähern kann. Aurobindo hat quasi sein späteres Leben einmal im Jahr gezeigt. Die Schüler hatten nur Kontakt über Briefe zu ihm. Er hat keine, wie sagt man, Darshans gegeben, außer einmal im Jahr. Und das hat viele Schüler verwirrt aber dieses Buch hat mir später im Krishna-Bewusstsein sehr geholfen, weil man ja da auch nicht immer Kontakt zum spirituellen Meister hat und sich manchmal verzehrt, eben in die Gemeinschaft des spirituellen Meisters zu kommen und ihm Fragen zu stellen. Ja, das war ein Aspekt und dieses Buch habe ich gelesen, habe auch Kontakt auch dann später aufgenommen zum Aurobindo-Ashram. Und ein anderer Aspekt war, dass ich im Studium auch mal eine Auszeit genommen hatte und nach Istanbul gereist bin, ein halbes Jahr quasi in der Türkei war und dort auch mir die Frage gestellt hat. Und da gibt es einen Punkt mitten in Istanbul an der Hagia Sophia und dort gibt es ein Lokal, das nennt sich der Pudding Shop. Und von dort aus sind die ganzen Indienreisenden damals, also in den 70er Jahren, nach Indien aufgebrochen mit Fahrzeugen. So, das war quasi ein Treffpunkt schon auf asiatischer Seite. Nee, das Ah ist noch ja. auf europäischer Seite. Die Hagia Sophia liegt noch auf dem europäischen Teil von Istanbul. Und damals habe ich mir dann auch die Frage gestellt, Indien, aber ich konnte keine Resonanz in mir finden, dass ich den Wunsch entwickelte, nach Indien zu gehen, sondern ich dachte, irgendwann später
wird das schon eine Rolle in deinem Leben spielen, aber jetzt nicht. Ja, und in dieser Zeit mit den Jungs und dem Marihuana-Rauchen war auch einer dabei, der hat sich sehr intensiv mit Gurdjieff beschäftigt. Das ist ein Mystiker gewesen, der sich, ein Mystiker aus dem türkischen, armenischen Bereich, der sich sehr stark auch mit indischer Mystik auseinandergesetzt hat und verschiedene Praktiken entwickelt hat, sich Wie dieser hieß der? Mystik zu Gurdjieff. Okay. Gurdjieff, ne? Und dann, und da war der andere Punkt, war eben Rudolf Steiner. So später hatte ich ja die Bhagavad Gita schon gelesen. So die Bhagavad Gita war dann das nächste Punkt. Dann kam die Bhagavad Gita in mein Leben, dann hatte ich mich nach Spanien zurückgezogen, hatte die Gita gelesen und hatte eigentlich beschlossen, so zu leben. Aber was mir gefehlt hat, war dieses Unterscheidungsvermögen. Was ist was? Das ist eine Frage, die ich mir auch Zeit meines Lebens gestellt habe, bevor ich irgendwie mit spirituellem Leben in Kontakt gekommen bin. Was ist was und wo ist oben und wo ist unten? So, ich konnte in der materiellen Welt, ich hatte keine Orientierungsmöglichkeiten. Mir war das alles ein bisschen, vieles war mir spanisch. Das kam mir so spanisch vor, das Leben. Und ich wusste mir oft auf viele Dinge keinen Rat und habe immer wieder extreme Situationen im Leben gesucht, ne? Extreme Positionen eingenommen, um überhaupt Verständnis zu entwickeln. Aber durch diese spirituellen Bücher kam langsam ein Verständnis in mein Leben. Vor allem bei zum Beispiel Aurobindo, das Wort Narayan, das hat irgendwas in meinem Inneren ausgelöst. Ich kann ja nicht genau sagen, was es ist, aber es war ein Gefühl des Vertrauens, ne? Plötzlich auf einer Fährte zu sein, etwas gefunden zu haben. Und dann kam Rudolf Steiner, dann springe ich an, später Yoga zu praktizieren. Ich war in die Eifel gezogen, und hatte dort einer Frau geholfen, ein Haus, ein bedeutendes architektonisches Haus, zu renovieren. Dort kam ich mit weiteren spirituellen Büchern in Kontakt. Das Haus hatte einen Professor gehört, einen Bildhauer aus Düsseldorf. Der hatte in der Eifel am Nürburgring sich ein Wohnhaus gebaut und hat dort später auch gelebt. Dort gab es ein großes Atelier. Ich habe dieses Atelier bezogen, habe in der Zeit Töpfer getöpfert. Ich hatte ein kleines Business mit Töpferwaren, handaufgebaute Keramik und habe die auf Flohmärkten verkauft. Zeitgleich habe ich auch gemalt. Die Ölmalerei, die ich in Trier erlernt hatte, das war eine Zeit, wo ich mich auch wieder von dem Haschischrauchen gelöst hatte. Ich hatte auch versucht, das Studium wieder aufzunehmen. Das Bild bei Dann dir kam, hinten über dem Regal, ist das von dir? das ist auch von mir, ja. Ich habe dann Ah. später hier in Golokadam nochmal angefangen mit der Ölmalerei und habe auch viele Bücher, also Bilder verkauft, zum Beispiel an Madonna Manohar. Oder auch selber. Und dann habe ich es auch wieder sein lassen, weil diese künstlerische Tätigkeit, ich kam nicht so in dieses spirituelle Malen hinein, sondern habe das mehr so, mehr als Technik und visuell praktiziert. Okay. Weil die spirituelle Praxis, des Chantens von Hare Krishna ist eigentlich noch nichts zu übertreffen, würde ich sagen. Und die Kreativität ist ein Teil meiner Vita. Also viele meiner Sterne stehen in der Venus und haben mit dem Mond zu tun. Und die Kreativität, die ein Teil meiner Persönlichkeit ist, die lebe ich heute durch das Kochen aus. Das heißt, wenn man diese Fähigkeiten hat, muss man sie ausleben oder sie richten sich gegen einen. Sie sind Aha, kontraproduktiv. Und ich okay. kann das mehr oder weniger heute alles übers Kochen transportieren. Also Ja. du betrachtest die Gerichte, die du kochst, auch als eine Art Kunstwerke. Ja, also farblich und geschmacklich. Ne? Beim Kochen treten natürlich nochmal andere Dimensionen auf. Das ist nur also es ist schon zweidimensional die Leinwand, aber es ist einfach nur eine Aufschichtung von Farbe, wo man eben Tiefe illusioniert. Und beim Kochen hat man eine Textur, die Art der, also die Zubereitung. Man hat Farbe, ein Farbspiel.
Und man hat eine komplexe, wie sagt man, man arbeitet mit allen Geschmackssinnen, die Zunge wahrnehmen kann. Das ist ayurvedisches Kochen. Und darüber hinaus hat es noch eine spirituelle Dimension. Und es ist ein Teil des Sankirtan. So, das ist für mich einfach mehr oder weniger die komplexeste Tätigkeit, die überhaupt von Menschen ausgeführt werden kann, Kochen. Das ist aber ein Wow. späteres Thema. Da kann ich später noch mehr dazu sagen. Gerne. Bin da jetzt 30 Jahre in der Praxis, also über diesen Service jetzt 30 Jahre lang aus, und da ist ein bisschen was hängen geblieben in Na meinem klar, Bewusstsein. da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ja, Rudolf Steiner war, dann kam mir ein Buch in die Hand. Ich hatte die Bhagavad Gita schon gelesen, die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe. Das ist ein Werk von Rudolf Steiner. Rudolf Steiner hatte die Bhagavad Gita gelesen und hat auch sehr viel darüber referiert. Und er hat dann in diesem Buch die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe so festgehalten, dass diese Bhagavad Gita, dass das für uns westliche Menschen nicht praktizierbar ist. Also kannte nicht die Bhagavad Gita von Prabhupada, die gab es zu seiner Zeit noch nicht in Europa. Aber aufgrund dessen, im Grunde genommen hat er das Gleiche gesagt, was Krishna zu Arjuna gesagt hat, ne? Weil dieses Yoga-System ist sehr schwer zu praktizieren. Und du als Kshatriya solltest das auf keinen Fall machen, sondern du solltest deine spirituelle Pflicht erfüllen und kämpfen und dich hingeben. Ne? Und dann hat Rudolf Steiner, Bhagavad Gita mit den Part, einen eigenen spirituellen Einweihungsweg in Europa entwickelt, also die Anthroposophie. Und ich kannte natürlich aber die Bhagavad Gita von Prabhupada und wusste, die ist praktikabel. Das kann man in dieser westlichen Welt. Es gibt die Hare Krishna-Bewegung bereits. Und dann habe ich für mich, wenn ich habe zu der Zeit auch Hatha Yoga praktiziert, nach Iyengar, in diesem Atelier in der Eifel und habe dieses Buch gelesen und habe immer für mich gesagt: Rudolf, du hast nicht recht, du hast dich geirrt. Dieses Buch ist im Grunde genommen ein Irrtum, weil du nicht wirklich fundamentiertes spirituelles Wissen zur Verfügung hattest. Das habe ich später auch, das sage ich oft, wenn ich Anthroposophen treffe. Ich hatte hier mal drei ältere Herren, die hat ein entfernter Bekannter zu mir geschickt. Die kamen aus dem Dortenfelder Hof bei Frankfurt. Das ist eine sehr getragene anthroposophische Einrichtung. Und die besuchten mich und wir fingen an, über spirituelle Themen zu reden. Und denen hatte ich dann auch gesagt, dass ich zu der Schlussfolgerung kam: Rudolf, du hast nicht recht. Und die haben mich ganz groß angeguckt mit großen Augen. Und da sagte ich: Wie sagen Sie denn zum Rudolf Steiner? Ja, sagten die mit einer tiefen Stimme: Wir sagen Dr. Steiner. Also Anthroposophen betiteln natürlich Rudolf Steiner nicht als Rudolf, sondern das ist Dr. Steiner. Ja, das war das. Und dann kam ich, und dann war in der Zeit, wo ich in der Eifel lebte, mit der Carla, die Carla war eine Krankenschwester. Die machte damals so die erste Außerhauspflege. Mit ihrem kleinen Auto ist sie überall zu den Patienten in die Häuser gefahren. Und die Carla kam aus einer Lehrerfamilie. Ihre Schwester praktizierte schon, wie sagt man, das Rosenkreuzertum in Calw. Es gab damals zwei Zentren in Deutschland, Calw. Und die Carla nahm mich dann immer mit nach Bonn zu den Rosenkreuzer-Veranstaltungen. Die hatten so Einführungsveranstaltungen in die Philosophie des Lectorium Rosicrucianum. Und das fand ich sehr interessant, weil das waren spirituelle Themen über den Aufbau des Universums, über spirituelle Energie an sich. In Und welchem ich bin dahin Jahr gefahren. befinden wir uns jetzt, fragt die Martina. Wir befinden uns in 1986. 85, 86, ja. Und wir sind dann immer nach Bonn gefahren und haben diese Abende besucht. Und Carla hatte immer tausende Fragen. Und ich dachte immer, ich hatte ja die Bhagavad Gita schon gelesen, ich hatte Aurobindo gelesen. Ich dachte immer, was fragt die alles? Ne? Für mich war viele Sachen einfach völlig klar. Und wir haben diese Abende besucht. Ich glaube, es waren so 10 Abende. Und dann am Ende gab es dann eine Versammlung in Köln. Und das war so eine Art Initiation oder ne, so ein Ende dieser. Und dann sind wir hingefahren und
Es war so eine Art Gottesdienst, der war ein bisschen anders als wie sonst. Und plötzlich sagte der Vortragende, das war derjenige, der unsere Kurse auch alle gehalten hatte, gibt es noch irgendwelche Fragen? Und ich wunderte mich, ich guckte so rüber, Carla hatte keine Frage, ihr Mund war wie zu, ne? Sonst hat die immer Aha. geschnattert. Und dann dachte ich, naja, wenn keiner eine Frage stellt, dann stelle ich halt mal eine Frage. Und habe dann irgendeine Frage gestellt und erstaunlicherweise hat der Vortragende plötzlich, der hat diese Frage gar nicht ernst genommen. Der hat die mehr oder weniger so abgetan und ist nicht wirklich darauf eingegangen. Er war ein bisschen gestört, dass ich diese Frage gestellt hatte. Und ich war auch darüber da keine richtige Antwort. Dann standen plötzlich alle auf und dann kam er zu mir und sagte zu mir, ja, Herr An, ich glaube, Sie sind noch nicht bereit, bei uns Mitglied zu werden, weil Sie ja noch Fragen haben. Ich war total perplex. Und Carla hatte mir das nicht gesagt. Sie hatte die Information von ihrer Schwester bekommen, an dem Tag darfst du keine Fragen haben. So, ich wurde So. abgelehnt. Ich wurde abgelehnt, ein Mitglied bei den Rosenkreuzern zu werden. Und das hat natürlich mein falsches Ego gekratzt. Ich Rajendra, hatte, ganz, ganz ja. kurz mal. Aber war es nicht so, dass er danach fragte, ob es noch Fragen gibt? Ja, schon, der hat die Frage wirklich gestellt, Ah. aber er hat erwartet, dass keiner eine Verstehe. Frage hat. So, Also das war so ein Ritual. so ein Ritual quasi. Und das Interessante ist, dass ich heute sehr viel mit den Rosenkreuzern wieder zu tun habe. Die haben mittlerweile ein Zentrum im Westerwald, in Birnbach, im Wald, wunderschönes Zentrum in wunderschöner Umgebung. Und dort gibt es eine Küche, wo man für 1000 Leute kochen kann. Die haben richtig eine Großküche. Und die laden mich öfters ein, dort zu kochen, für Seminare zu kochen. Und ich hatte dann auch, als ich zum ersten Mal dort war, mit ihnen darüber gesprochen, dass wie das damals so war. Die sagen, ja, damals, wir waren noch sehr zugeknöpft und das tut uns leid. Und ich glaube, wir wissen, wer das war. Das waren so Hardliner und so. Ne, und heute sind die ein bisschen anders drauf. Die öffnen sich heute sehr stark allen möglichen spirituellen Gruppierungen. Weil Rajendra, sie sind, wo du das gerade ja. sagst, ich habe das manchmal, ich spreche darüber nur ganz kurz, ich habe das ein bisschen mit den Zeugen Jehovas. Da war damals immer, wenn ich die irgendwo getroffen habe, meine Frage mit dem, warum isst ihr denn Fleisch und hier? Und dann haben die mich immer versucht zu überzeugen und aus dem Kolosserbrief zitiert. Und das war immer irgendwie für mich sehr nervig und enttäuschend. Und wenn die jetzt heute so einmal im Jahr an meine Tür klingeln, dann lasse ich die auch immer rein. Und es ist ganz anders. Viele sagen, sie sind jetzt schon Vegetarier und Veganer. Und damals hat man das alles noch nicht so verstanden. Und da freue ich mich dann immer so drüber, dass die auch sich da weiterentwickelt haben. Das fiel mir eben gerade so spontan ein. Ja, das ist ja unsere Aufgabe als Sankirtan-Devotis, diese Mission zu predigen und auch weiterzugeben. Und so machen alle Arten von spirituellen Gruppierungen letztendlich Fortschritt, egal wo sie stehen oder aus welchem Hintergrund sie kommen. Und das sehe ich jetzt auch bei den Rosenkreuzern. Ich kann dort im großen Stil Prasadam verteilen. Genauso bei den Maharishi Mahesh Yogi. Ich hatte ja damals in Trier auch mal eine LP gehört von Maharishi und konnte überhaupt nichts damit anfangen, mit der Philosophie, die er verbreitet hatte. Und weil ich die Gita schon gelesen hatte und dann habe ich die Ishopanishad in die Hand bekommen, das hatte ich letztes Mal auch erzählt, und habe die in einem Zug durchgelesen und dachte, ich bin nicht von dieser Welt, ich bin eine spirituelle Seele. Und das waren die Worte Prabhupadas, wie Prabhupada dieses transzendentale Wissen präsentiert. Und ich habe viele Jahre lang für die Maharishi-Bewegung gekocht in einem Hotel in Bad Wildungen. Ja, und im Maritimhotel und habe dort mehrere Sommer lang, 3 Wochen lang nonstop gekocht und habe ihre Wow. Seminare bekocht, weil sie eben Prasadam auf ihren Seminaren haben wollten als Genau. kulinarische Verpflegung. Ne? Und so komme ich heute wieder zusammen und da schließt sich auch der Kreis. Ich weiß noch genau, wo ich die ersten Tage im Tempel in Heidelberg war und wo ich gedacht habe, dieses wunderbare Essen,
das müsste man einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Und dann kam später eben, Anfang 90, kam dann eben das Kochen zu mir, dass ich anfing mit der Prasadam-Verteilung. Und da schließt sich dann der Kreis. Und dann kann ich quasi diese Gruppen aufsuchen und kann dort im großen Stil Prasadam verteilen. So, Schön. und da können wir sehen, dass sich diese Gruppierungen mehr und mehr öffnen. Gleichzeitig wollte ich aber auch noch darauf eingehen, wie Krishna mich gelenkt hat in dieser Zeit, dass er langsam hat sich in mir ein Verständnis entwickelt für Spiritualität und Gottesbewusstsein. Und Krishna hat mich gelenkt, auch genau wie ich dann auf der Buchmesse eben zuerst Satchinandan Swami getroffen habe und dann zu den Aurobindo-Leuten gegangen bin und fragen wollte, ob ich in ihrem Ashram leben könnte in Pondicherry. Und die mir erstmal gesagt haben, nein, das ist nicht möglich, ne? Wir müssen dich mal kennenlernen. So einfach ist das nicht. Und da war ich auch sehr enttäuscht und dachte ich, jetzt bin ich wieder abgelehnt worden. Nicht zuerst von den Rosenkreuzern und auch von den Aurobindo-Leuten. Und dann bin ich am anderen Tag nach Heidelberg gefahren und habe eine Vorlesung gehört von Harikesh und habe zum ersten Mal Prasadam genommen. Ich hatte 6 Tage lang gefastet, weil ich irgendwo in einem Buch gelesen hatte, wenn man 6 Tage fastet und im 7. Tag wieder Nahrung auf sich nimmt, dann macht man eine Brahman-Verwirklichung. So, die wollte ich unbedingt machen. Und dann habe ich dann in Heidelberg, an dem Sonntag, habe ich dann einen Riesenplate Prasadam verdrückt. Das war die erste Nahrung nach 7 Tagen. Das war meine Hast du denn gleich eine Brahman-Verwirklichung. Dann hast du gleich eine Bhagavan-Verwirklichung noch gemacht. Naja, ich habe die Dimension dessen, was passiert ist, das versteht man erst viel, viel später. Ne? Da braucht man oft Jahre um zu verstehen, wie Krishna Stimmt. die Wege lenkt. Ne? Wie Krishna sagt, nee, nee, das ist nicht dein Platz. Du bist keiner von den Rosenkreuzern. Du gehörst auch nicht zu den Aurobindo-Leuten und schon gar nicht zu Maharishi Mahesh Yogi. Du gehörst zu mir. So, ne? Das ist so, das ist das, was ich heute verstehen kann. Dass mich Krishna vor vielen Fehltritten beschützt hat und mich quasi in den Heidelberger Tempel geführt hat und gesagt, hier, das ist dein Platz. Ne? Hier kannst du dein spirituelles Leben beginnen, hier kannst du ein Bhakta werden, hier kannst du lernen, den Mahamantra zu chanten, hier bekommst du eine Ausbildung als Buchverteiler, hier lernst du kochen und alles Mögliche. Und alles, was ich heute praktiziere, was ich heute mache, das habe ich mehr oder weniger im Krishna-Ashram gelernt, als Devotee gelernt quasi. Sogar Geschäftsmann zu sein. Ich war immer ein Shudra, ich kam aus einem Shudra-weicher Hintergrund. Meine Vorfahren waren Kleinbauern, mein Vater war ein Maurer, aber ich war nie wirklich ein Vaishya, so dass ich Geschäfte machen konnte. So, das habe ich auch bei der Buchverteilung gelernt, auf der Straße und wie die Devotis generell mit Lakshmi umgehen und so. Also ich kann sagen, alles, was mich heute markiert als Person, das ist durch die Gemeinschaft mit Devotis entstanden. Schön zu hören. Okay. Ja, also kann ich eigentlich, wenn ich da meinen Einschub kurz mal geben darf, auch von meiner Seite bestätigen. Englisch habe ich gelernt im Krishna-Bewusstsein. Ja, bei mir auch, ja. Ja. Mit Menschen mich zu unterhalten, die mir ganz fremd sind und dann Ja, die innerhalb Buchverteilung, ja. von Sekunden da so eine Connection herzustellen, das habe ich auch erst im Krishna-Bewusstsein gelernt. Kochen. Du warst auch sehr schüchtern, als du kamst. War ich das? Okay, Ja, interessant. ich habe dich so wahrgenommen, so ein bisschen. Ja, so. Aha. Du hast also so sehr wache, interessierte Augen gehabt, nach Wissen gesucht, aber im Grunde genommen warst du auch sehr zurückhaltend, oder? Kann gut sein, ja. Ich habe auch eine schüchterne Seite, das stimmt, Ja, ja. ja. So habe ich dich wahrgenommen damals. Genau, und das Kochen natürlich auch. Also heute, ich koche manchmal für die Kinder in meiner Schule, weil die an manchen Tagen nicht zu essen bekommen und ich die dann am Nachmittag unterrichten muss. Und irgendwann habe ich gemerkt, die können sich gar nicht konzentrieren.
Und dann habe ich, es fing an in der Corona-Krise, da haben die denn gar nichts zu essen bekommen. Da wurde der ganze Catering stillgelegt und dann habe ich heimlich in einer großen Tennistasche immer einen Schnellkochtopf reingeschmuggelt, weil die Kinder anfingen, die alten Äpfel aus den Papierkörben rauszuholen und die noch weiter abzunagen. Und dann habe ich so gedacht, das hat mit Hygienemaßnahmen überhaupt nichts mehr zu tun. Und jedes Mal fragen die mich, ob das meine Mutter gekocht hat. Und ich sage, nein, das habe ich selber gekocht. Und dann machen die immer so große Augen. Ja. Ja, interessant, um das jetzt nochmal weiterzuführen, dass Krishna uns führt und was wir machen und im Verhältnis zu diesen verschiedenen Gruppierungen des Yoga, da habe ich gerade einen Vers gefunden. Diese Woche wir sind im Srimad Bhagavatam im Goloka Dham im 9. Kapitel des 7. Kanto und da gibt es einen Vers 46, vielleicht lese ich den mal kurz vor. Wo Gerne dann. eben. Also dann kann auch wirklich niemand sagen am Ende, das hatte ja überhaupt nichts mit dem täglichen Bhagavatam zu tun. Da wird eingegangen auf die verschiedenen Praxisen, Praktiken, Yoga-Praktiken, die es gibt. Also das Bhagavatam ist ja quasi der Fundus für jegliches spirituelle Leben, für jegliche spirituelle Praxis. Und hier spricht Prahlad Maharaj, er sagt, du höchste Persönlichkeit Gottes, es gibt 10 vorgeschriebene Methoden, die zur Befreiung führen, zu schweigen, das heißt mit niemandem zu sprechen, Gelübde einzuhalten, sich alles mögliche vedische Wissen anzueignen, sich Bußen aufzuerlegen, die Veden und andere vedische Schriften zu studieren, die Vanashram-Dharma-Pflichten zu erfüllen, die Shastras zu erklären, an einem abgelegenen Ort zu wohnen, leise Mantras zu chanten und in Trance versunken zu sein. Diese verschiedenen Vorgänge, die zur Befreiung führen sollen, dienen im Allgemeinen nur denen, die ihre Sinne nicht bezwungen haben, als Berufspraxis und als Mittel, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Weil solche Menschen von falschem Stolz erfüllt sind, kann es sein, dass sie mit diesen Vorgängen keinen Erfolg haben. Und im nächsten Vers geht Srila Prabhupada dann nochmal im Purport darauf ein. Und über den nächsten Vers habe ich diese Woche eine Klasse gegeben und habe das erwähnt, dass ich das in diesen spirituellen Gruppierungen kennengelernt habe, eben Schweigen, oder indem man über eine bestimmte Energie wahrnimmt, an einem Kraftort ist und diese spirituelle Kraft wahrnehmen kann, oder indem man Mantren bekommt und die für diese Mantren bezahlt. Und wie das zum Beispiel bei der Maharishi-Bewegung ist, ne, deren Fokus ist eigentlich mehr auf ein gesundes Leben, auf Ayurveda. So, und das sind einzelne Praxen des spirituellen Lebens, aber die für sich isoliert, wenn die isoliert betrachtet werden oder praktiziert werden, führen sie nicht zum Erfolg. Während wir als Devotis über einen ganz anderen Fundus von spirituellem Wissen verfügen und uns quasi auch diese Dinge, diese Yoga-Praxen sehen können, wie diese Menschen ihren Yoga praktizieren und welche Ergebnisse sie durch diese Praxis bekommen. Bhaktisiddhanta Maharaj, der ja diese Woche Erscheinungstag hatte, der hat das mal sehr treffend ausgeführt und sagte, pure fount of knowledge. Alle diese Gruppierungen, um Premanjana, Liebe zu Krishna versinken kann, die sind unter der Kategorie Pure Fount of Knowledge einzuordnen. Ne? Das heißt, sie verfügen nicht über das vollkommene Wissen. Und das ist uns als Devotis zugänglich durch die Barmherzigkeit Krishnas, weil Krishna uns irgendwie akzeptiert als Person und uns diesen Weg zeigt und wir diesen Weg schon so viele Jahre gehen dürfen. Ne? Das empfinde ich als eine sehr persönliche Gnade. Und das wollte ich hier nochmal in diesem Treffen mit umreißen quasi, dass Krishna-Bewusstsein etwas sehr Besonderes ist und dass wir wirklich über spirituelles, also uns im Boot des transzendentalen Wissens befinden und dadurch eben auch diese Barmherzigkeit entwickeln können
allen anderen Gruppierungen näher zu treten und ihnen, soweit es möglich ist, Krishna-Bewusstsein zu geben. Und oft ist es eben nur möglich aufgrund von Prasadam-Verteilung, manchmal auch aufgrund vom heiligen Namen. Manchmal akzeptieren diese Gruppierungen auch den heiligen Namen. Zum Beispiel in der Maharishi-Bewegung hatte ich eine Mataji dabei, Bhaktin Aida. Die hat mir zwei, dreimal geholfen und die Maharishis fanden die immer ganz toll, weil die hat so eine, wie sagt man, so eine aristokratische Körpersprache und war immer total nett zu denen. Und die durfte sogar auf der Bühne abends bei Abschlussveranstaltungen den Mahamantra singen. So, die sind auch interessiert am Mahamantra. Aber an einem gewissen Punkt hört dieses Verständnis dann wieder auf, wo eben der wirtschaftliche Gesichtspunkt in den Vordergrund rückt. Wo du das gerade sagst, Rajendra, wir wurden auch mal eingeladen zu einer Hochzeit von Maharishi-Mitgliedern. Und die bestanden darauf, dass als Hochzeitsmusik, da wird ja manchmal eine Kapelle eingeladen, eine Musikkapelle, die bestanden darauf, da sollen Hare Krishnas kommen und Hare Krishna singen. Und dann bekamen wir einen Anruf und dann sind wir da hingefahren nach Bremen. Und dann hat Shivatma ganz, fand ich es eigentlich sehr intelligent. Wir haben dann normal unseren Kirtan gemacht und du kennst es zum Schluss immer, Jaya Prabhupada. Und dann hat Shivatma Prabhu einfach noch wir waren alle so, Jaya Maharishi Yogi, Jaya Maharishi Yogi. Und dann waren die richtig begeistert. Und dann haben wir noch mal eine Runde Hare Krishna gechantet und dann haben wirklich alle mitgechantet. Ja, das ist gut. Das war ein guter Trick. Ja, So es ist so, dass das. als Zeichen des Respekts und dass wir auch so gespürt haben, Maharishi hat es erlaubt, ja. Er hat es erlaubt, dass wir, also aus höherer energetischer Sicht, hat er es uns erlaubt, dass wir dort ja, den heiligen Namen reinbringen dürfen. Es gibt einige Maharishis, die später Devoti wurden, zum Beispiel Mahadev, ne? War auch bei den Maharishis. Und, ne, die interessieren sich schon sehr stark für Krishna. Und mir hat auch mal einer der führenden Maharishis in Deutschland gesagt, ich habe Krishna über meinem Bett hängen, ich schaue ihn immer an. So, das ist für die natürlich ein Thema. Die lesen auch manchmal aus dem Srimad Bhagavatam. Habe ich auch Aber schon oft gehört. doch ist dort eine Gruppierung. Ich habe einen führenden Maharishi, ich möchte hier nicht den Namen sagen, weil es eine öffentliche Veranstaltung ist, den habe ich mal eingeladen nach Golokadham. Die kommen sehr gerne und besuchen unsere Tempel, ne, und finden großen Gefallen an der Deity-Verehrung. Den habe ich eingeladen zur Gopurnima und hat auch an der Badezeremonie mitgeholfen. Ich war auf dem Altar, habe ihm die Muschel gereicht mit Wasser, um die Deity zu baden und so. Und er war sehr angetan davon, das erleben zu dürfen. Wir haben eine große Wertschätzung dafür. Dann haben wir nachher im Prasadam-Raum zusammengesessen, haben Prasadam genommen und dann sagte er mir, ja, ich war vor einiger Zeit, weil diese Maharishis sind in Indien sehr anerkannt, weil sie quasi diese Ayurveda-Kultur praktizieren. Und das geht bis in die höchsten Regierungskreise. Ne? Die bekommen sehr, also das sind sehr honorige Leute. Und dann sagte er mir, vor einiger Zeit war ich in Sri Rangam, ne, habe einen ganz besonderen Darshan bekommen. Normalerweise muss man da sehr lange anstehen, um Darshan. Ich wurde dann durch einen ganz privaten Eingang vor den Deity geführt und stand dann vor dem Deity und habe mich dann quasi auf der gleichen Ebene mit dem Deity gesehen. So, das ist ein Verständnis, ein typisches Verständnis ein unvollkommenes Verständnis, was man sagt unter der Kategorie von Pure Fount of Knowledge. Da geht Krishna sogar persönlich im Krishna-Buch drauf ein und verurteilt das, ne, dass man sich auf der gleichen Stufe mit ihm sieht. Ne, einerseits spirituell, man hat Interesse an Krishna, aber man kann diese Unterscheidung nicht machen aufgrund von unvollkommenem Wissen. Die Unterscheidung bedeutet, wir sind nicht der Körper, wir sind spirituelle Seele, wir sind ewige Diener Krishnas, Ekala Ishvara Krishna, Arasava Pritya. Es gibt nur einen höchsten Herrn und alle anderen sind seine Diener. Und auf diese Stufe des Dienertums, der Bhakti, da kommen viele Gruppierungen einfach nicht hin. Die sind in ihrer Praxis
werden auch in ihrer Praxis kultiviert. Wir können sie auch kultivieren durch Prasadam und den heiligen Namen. Und langsam sehen wir Veränderungen. Wir sprechen jetzt über einen Zeitraum von fast 40 Jahren, 1985, ne? 85, 86, wo ich mit diesen Gruppierungen in Kontakt kam, und heute 24, wo ich mit diesen Gruppierungen immer noch in Kontakt bin, aber als Prasadam-Verteiler, als Koch sozusagen, der ihnen diese köstliche Ayurveda-Küche zugänglich macht und eben präsentiert. Ne? So, das heißt, da ist eine, und diese Veränderung des Bewusstseins auch in diesen Gruppierungen, die sind mittlerweile sichtbar. Aber letztendlich darf man nicht so viel erwarten. Man kann nicht erwarten, dass von heute auf morgen sich aus diesen Gruppierungen heraus praktizierende Devotis manifestieren. Ja, weil letztendlich arbeitet Krishna mit unserem Bewusstsein, und viele müssen eben nochmal den Körper wechseln, um einen neuen Start, quasi ein Reset. Der Reset-Knopf muss nochmal gedrückt werden, um von Grund auf neu starten zu können. Verstehe. Ja, wir sind quasi eine Stunde am Werk. Ne? Ja, also falls es noch von euch Fragen hier gibt, der Sinisha hat hier noch einen Kommentar, wo wir gerade bei den Maharishi-Leuten sind. Er schreibt, denen geht es dann wohl nicht so sehr um die Kultivierung einer liebevollen Beziehung zu Krishna. Es geht um Befreiung und sich Fähigkeiten oder auch Siddhis anzueignen, um letztendlich das Gefühl zu haben, alles selber unter Kontrolle zu haben. Ja, das kann man so ausdrücken. Das ist sehr treffend formuliert. Also dass die höchste Disziplin bei den Maharishis ist dieses yogische Hüpfen. Das yogische Hüpfen, ne? Das ist quasi, und wir denken als Devotis, wozu ist das gut? Das tun wir beim Kirtan, das yogische Hüpfen. Ja, das Springen, so ganz nebenbei. Das Springen und Tanzen in Ekstase, genau. So ganz nebenbei, als Nebeneffekt. Genau, du kennst vielleicht diese Fotos, da gibt es diesen einen Devoti, der heißt, glaube ich, Harinamananda, so ein indisch, mit einem indischen Körperhintergrund. Und da gibt es so Fotos, wo er so beim Kirtan springt, und dann wurde das fotografiert, und du denkst so, sind das 3 Meter oder schon 3,50 Meter? Ja. Ja. Prima, ja, die Befreiung ist ja für uns kein Thema, sondern die Befreiung wird uns ja quasi offeriert. Aber wie Prahlad Maharaj sehr treffend in Bhagavatam spricht, er ist an keiner Segnung von Lord Nrisimhadev interessiert, sondern sein einziger Wunsch ist es, seinem spirituellen Meister Narada Muni zu dienen und seinen spirituellen Meister zufriedenzustellen. Das ist ein großes Geheimnis, das ist das große Geheimnis des Krishna-Bewusstseins, dass wir nichts für uns selber brauchen, außer dass wir im hingebungsvollen Dienst zu unserem spirituellen Meister beschäftigt sein möchten. Wow. Hier noch ein Kommentar von Rasa Manjari. Dein Kochen ist wirklich wahre Kunst. Ich empfehle, zum Sonntagsfest zu gehen, wenn Vrajendra kocht. Ein Festessen. Ja, wo hast du denn bei mir gegessen? Vor 3 oder 4 Wochen war ich in Goloka Dham für mehrere Tage. Ah ja, stimmt. Ja, ja. Und da hast du Sonntagsfest das, gekocht, mal das Sonntagsfest gemacht, und es gab dann auch noch am nächsten oder übernächsten Tag von dem Dal. Das war einfach, also ich habe das richtig gemerkt, das ist nicht nur lecker, es tut einfach gut, es belebt. Ehrlich auch. Also jetzt weiß ich auch warum, nachdem du das beschrieben hast, dass du eben auch diesen ayurvedischen und Hintergrund hast. Ja, der Dal, der ist am Herd stehen geblieben. Er wurde gar nicht ausgesagt. Ja, genau, ich erinnere mich. Aber das war gut. Das war Krishnas Arrangierung. Es gab nochmal. Es war ganz. Also es ist Kunst, wirklich Kunst auf mehreren Ebenen, habe ich so empfunden. Super. Danke. Ja, danke für das Feedback. Ja, ich danke. Ich gebe mir wirklich Mühe. Ich lege auch meine ganze, wie sagt man,
Kunsterziehung in meine heutigen Tätigkeiten hinein. Alles, was ich quasi praktiziert habe als Student und später, ich habe mich sehr viel mit Harmonielehre beschäftigt und mit Formsprache, mit Ästhetik und ja, alles, was ich irgendwie kann, versuche ich immer wieder Krishna zu opfern in Form von Zubereitung. Das merkt Wow. man. Also, ja. Hier ist noch eine Ja. Hand von Anandita Rama, Hari Bol. Ja, Hare Krishna, ich bin total inspiriert. Darf man dir beim Kochen auch helfen? Um Ja, von dir zu. gerne. Gerne, du kannst kommen. Wir können mal, dann musst du eben dorthin kommen, wo ich koche. Ja, wie Und erfahre ich, wann kochst du? ich muss dir schreiben, du musst mir eine E-Mail schreiben unter Okay. info@govindas.de und dann. Letztens war es so, da habe ich plötzlich eine E-Mail bekommen von einem Mann, den ich nicht kannte, und der sagte, kann ich bei Ihnen einen Kochkurs machen? Und da sagte ich, ja, aber ich mache das eigentlich nicht mehr und so. Ja, er wohnt hier im Nachbarort, beziehungsweise er wohnt nicht hier, er ist aus Pforzheim, aber seine Frau ist auf dem Gelände von Goloka Dham geboren worden, als ihr Kind, also früher. Und die Frau, der Vater der Frau kommt aus dem Nachbarort, aus Brücken, und die haben dort ein Ferienhaus. Und er kommt ab und zu also nach Brücken. Und dann habe ich gesagt, okay, aber ich mache jetzt keine Kochkurse und schon gar nicht für eine einzige Person. Aber du kannst kommen dann und dann, eben dieses Sonntagsfest damals, da koche ich in Goloka Dham und da kannst du mir über die Schulter schauen. Ja, und dann kam er plötzlich, ein Mann, den ich vorher nie kannte, und dann habe ich ihm ein paar Fragen gestellt, wollte ihn einfach mal wissen, wie tickt der denn so, wieso kommt der an mich und so. Und er hat sich herausgestellt, seine Frau ist Waldorflehrerin und er ist sehr versiert mit Anthroposophie, Rudolf Steiner, und er ist auch gottgläubig und interessiert sich für die Bhagavad Gita, und die Bhagavad Gita ist für ihn ein ständiges Thema, und er ist an Philosophen interessiert. Zum Beispiel Schlegel hat die Bhagavad Gita studiert und hat sehr viel über das Absolute beschrieben, also vor 250 Jahren. Und da haben wir uns darüber unterhalten und haben ein reges Gespräch geführt während dem Kochen, und er hat ganz brav Gemüse geputzt, hat das gemacht, was ich gesagt habe. Und ich habe ihm erklärt, hier darfst du auch nicht abschmecken oder so. Ne? Du kannst mir über die Schulter gucken. Ich habe ihm erklärt, wie ich eine Schonk mache, ne? Wie ich die einzelnen Gewürze zusammenstelle für diese oder jene Zubereitung. Und ja, und am Ende dann haben wir zusammen Prasadam genommen und dann kam er nochmal zu mir nach Hause und dann habe ich ihm ein paar Bücher verkauft von Prabhupada, Bhagavad Gita, Prabhupada Lilamrita. Und dann habe ich ihn letztens, vorletzten zum. Als ich das letzte Mal in Heidelberg war, die Sonntagsklasse gegeben, du warst ja auch da, Nadira, da kam er dann auch und habe ihn eingeladen. Ich sagte, dann und dann bin ich in Heidelberg, komm doch, dann gebe ich eine Vorlesung. Und er saß ganz hinten, gleich neben Prabhupada, ein älterer Mann. Ich habe dann während der Prasadam noch mit ihm zusammengesessen, wir haben uns ganz eingehend unterhalten. Und dann habe ich die Vorlesung auch zum Teil für ihn gegeben. Also ich bin auf viele Reizworte eingegangen, die ihn interessieren. Und er sagte mir dann nachher, boah, du hast ganz toll gesprochen, du hast mich wirklich angesprochen im Herzen. Ne? Und dann haben wir uns wieder verabschiedet. Jetzt hat man eine ganze lang, Weile lang wieder keinen Kontakt. Aber ich weiß, dass ich ihm was mitgeben konnte und dass es jetzt von ihm abhängt, was er selber daraus macht. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass du mich anschreibst und wenn ich das nächste Mal hier koche, dann kannst du nach Goloka Dham kommen. Und dann kannst du uns zuschauen. Meistens hilft mir ja Naraini, meine Frau, auch mit. Wir machen das eigentlich als Team. Und ja, dann kannst du was mitnehmen. Ne? Was immer du mit deinen Augen mitnehmen kannst, das gehört dir. Mit deinen Augen und deinen Ohren. So ist das auch in der Kunst. Ne? In der Kunst ist das so. Was immer man mit seinen Augen stehlen kann, das darf man dann praktizieren. Mit der eigenen Verwirklichung. Dankeschön, mache ich auf jeden Fall. Wow, tolles Angebot. Ja, also Anandita Rama, vergiss deinen Kartoffelschäler nicht.
Ich habe einen eigenen Kartoffelschäler. Bist du Linkshänder? Nee, aber mir haben die alle nicht gefallen. Die sind Ja. oft immer so aus Metall und fand ich immer unangenehm. Und vor 10 Jahren habe ich mir einen Amazon-Kartoffelschäler gekauft und den habe ich immer noch und da bin ich sehr konservativ. Da bestehe ich auf meinem Ja, Kartoffelschäler. ein guter Koch hat sein eigenes Werkzeug. Der hat seine eigenen Messer dabei. So geht's Das, mir mit das. dem Messer. Gehe überall Ja. mit meinem Messer hin. Ja, prima. Rajendra Kumar, ich schaue mal jetzt doch auf den Glockenturm. Lass mich hier noch einen Kommentar vorlesen von Julia, Maria und Ole aus Portugal übrigens. Danke für die wunderbaren Erzählungen. Ich koche auch in unserem Kinderprojekt für circa 50 Leute. Ich habe auch Malerei studiert, aber Kochen ist für mich auch die Weise, wie ich mich kreativ hauptsächlich ausdrücke. Alle wundern sich immer, wie ich kochen kann, ohne zu kosten. Ja. Und obwohl die meisten dort nichts mit Krishna zu tun haben, lieben sie das Bild von Radha und Krishna, das ich dort habe. Wow, schön. Ja, Ja, das Rajendra ist. Kumar, vielleicht von dir ein Schlusswort, das würde ich dann hier auch mal sagen, damit wir zur Zielgerade kommen. Spirituelle Praxisen sind etwas sehr Mystisches. Vor allen Dingen, ne, für uns ist es eine, wir sind ausgebildet als Persönlichkeitsanhänger. Also wir verstehen mehr und mehr, dass wir Krishna als Person zufriedenstellen wollen. Aber dieses Verständnis haben Neulinge noch nicht. Und für die, deshalb ist für alles, was wir tun, etwas sehr Mystisches. Es hat eine große mystische und gleichzeitig ist es absolut anziehend. So, wenn wir den heiligen Namen chanten, unsere Bilder von Krishna, von Radha und Krishna, der heilige Name und vor allen Dingen auch der Geschmack des Prasadams, das ist für viele Menschen außerirdisch. Und das ist Krishna, Krishna, der Allanziehende, der sich überall dort manifestiert, wo man ihm in Liebe und Hingabe dient. Hi. Habt ihr eigentlich schon unseren Vedavox-Kanal abonniert und die Tempelglocke aktiviert? Vielen Dank, lieber Vajrendra Kumar Prabhu, und vielen Dank auch an alle MTB-Nektarhummeln, dass ihr so lange hier mit dabei wart. Ich habe auch an den Lippen von Vrajendra gehangen. Versuche ich eigentlich auch immer zu tun, weil man kann von jedem Devoti so eine große Menge von wunderbaren Inspirationen und Weisheiten mitnehmen. Ich würde sagen, wir rufen dem Vrajendra Kumar ein kurzes, aber knackiges Haribol zu und freuen uns dann schon auf den nächsten Teil. Wir machen das im Hintergrund mal fest, die Planung, wann wir das mal machen. Und schaltet alle gerne eure Mikrofone ein. Wenn ihr mögt, sogar eure Kamera. Wir würden uns riesig freuen. Rajendra Kumar, bist du bereit für ein Haribol von den Hare Krishna. MTB-Nektarhummeln? Ich zähle den Countdown runter. 3, 2, 1. Haribol! Hare Krishna. Und Rajendra, ich habe hier meine Ukulele dabei. Wir können ja einmal noch den Hare Krishna Maha Mantra chanten, einen Durchgang. Lasst Ja, eure du. Mikrofone an. Aber du Achtung. chantest, Lass den ja. Musiker-Button an. Der Musiker-Button, vielen Dank, was man nicht alles vergisst. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Haribol, alles Hare Gute. Krishna. Krishna.